Herzlich willkommen zu unserem Performance Display und Videolösung mit Google Ads Webinar. Mein Name ist Nathalie. Ich bin hier bei Google im Accelerated Growth Team. Das ist bei uns ein Programm, das mit digital stark wachsenden Kunden zusammenarbeitet. Wir arbeiten auf Projektbasis mit diesen Kunden und helfen ihnen halt digital stark zu wachsen. Aber zu meinem Team kommt auch nachher noch ein paar weitere Informationen. Also Und ich bin Dennis, ich bin Account Manager bei unseren Kunden im High Touch. Ich bin der strategische Ansprechpartner, der quasi die Unternehmensziele von meinen Kunden runterbricht in eben, wie wir das im AdWords abbilden können und eben gemeinsam das erreichen können. gut, so, wir wollten jetzt zur Vorstellung einmal unsere Gesichter zeigen, werden jetzt aber für die Präsentation die Kamera ausmachen, einfach, dass wir hier nicht zu viele Bildschirme auf einmal offen haben. So, fangen wir an. Die heutige Agenda hier noch einmal. Generell sprechen wir erst einmal darüber, okay, wie finde ich meine Zielgruppe bei Google? Dann gehen wir ein auf unseren Smart Shopping Allrounder. Im nächsten Schritt sprechen wir aber auch nochmal generell über Display und wie wir mit Display zusätzliche Reichweite erreichen können. Und dann gehen wir auf das Thema Creatives und Messungen, um halt das richtige Setup zu haben. Und am Ende auch nochmal das Thema YouTube. Fangen wir einmal mal generell nochmal an. Wir wissen ja alle, dass Nutzer Abermillionen an Datensignalen im Netz hinterlassen, die wir natürlich auch aktiv nutzen können. Hier dabei hilft uns natürlich Machine Learning. Dank Machine Learning haben wir die Möglichkeit, mehr als 70 Millionen Signale in 100 Millisekunden zu analysieren, also literally schneller als man blinzeln kann. Und durch diese Analyse können wir natürlich nützliche Insights gewinnen und auch Muster erkennen, die wir dann natürlich weiter nutzen können. So, mit diesen Mustern erfahren wir natürlich, wer der Nutzer ist, wo er sich befindet, ob auf seinem Mobiltelefon, natürlich die Location selber oder wo im Web. Und können natürlich potenzielle Kunden identifizieren und sie entsprechend für das Targeting gruppieren. Also wir kreieren Audiences. Und das sind zum Beispiel historische Daten, die wir nutzen, um zu verstehen, ob Nutzer an ihrem Produkt interessiert sind oder wirklich beabsichtigen, auch einen Kauf zu tätigen. Das nutzen wir dann, also diese Audiences und Zielgruppen sollten wir natürlich berücksichtigen, wenn wir online eine Strategie entwickeln, um natürlich den Nutzer an jedem Punkt der Customer Journey richtig anzusprechen und wieder abzugreifen. Hier sieht man nochmal wunderschön, dass wir erst erkennen, wer das Publikum ist. Dann gucken wir, okay, wer sind die bestehenden Kunden? Wie sprechen wir diese erneut an? Wie erreichen wir sie auch mit der richtigen Nachricht zum richtigen Zeitpunkt? Und danach gehen wir auf das Thema Expandieren ein. Hier haben wir auch nochmal bildlich das Ganze im Marketing-Funnel abgedeckt. Hier sieht man, das ist spezifisch für den Bereich E-Commerce, natürlich das Smart Shopping hier wirklich einen großen Teil auch abdeckt. Deswegen werden wir auch darauf ganz intensiv eingehen. So, jetzt haben wir natürlich diese ganzen Daten und Signale und wissen, wer der Nutzer ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie steigern wir ihren Umsatz am effizientesten? Und das machen wir, wie bereits erwähnt, mit unserem Smart Shopping Allrounder. Smart Shopping-Kampagnen, das ist ein neuer Kampagnentyp für Einzelhändler, bei dem Machine Learning eingesetzt wird, um Einfachheit, Leistung und Reichweite zu steigern. Diese neuen Kampagnen vereinfachen generell das Kampagnenmanagement radikal und ermöglichen es auch, hochwertige Käufer zu erreichen, ohne dafür wirklich viel mehr Zeit und Mühe investieren zu müssen. Wie genau funktioniert das? Also generell nutzt die Smart Shopping Kampagne das Geschäftsziel, was in dem Fall natürlich den Wert der Käufe zu maximieren ist und optimiert darauf hin. Dann greift wieder, wie gesagt, wie bereits erwähnt, Machine Learning und nutzt Intentsignale, um darüber hinweg zu optimieren und dieses Ziel dann auch zu erreichen. Und dann nutzen wir natürlich verschiedene Anzeigen und verschiedene Google-Kanäle, um den Nutzer am richtigen Zeitpunkt zur richtigen Zeit mit der richtigen Anzeige anzusprechen. Hier gehen wir nochmal kurz darauf ein, was für Kanäle genutzt werden und wie das Ganze auch funktioniert. Generell funktioniert die Smart Shopping-Kampagne so, dass wir eine herkömmliche
Shopping-Kampagne nutzen, zusammen mit der dynamischen Remarketing-Kampagne. Also Smart Shopping ist eine Kombination aus beidem, um dann natürlich die Ziele effizienter zu erreichen. Generell bei Smart Shopping-Kampagnen verwenden Sie einfach einen Feed und einen Remarketing-Tag und das Budget wird automatisch je nach Performance auf die jeweiligen Kanäle aufgeteilt. Das heißt, man braucht, wie gesagt, nur einen Feed, einen Remarketing-Tag und eine Kampagne und der Nutzer wird über Suchanfragen, Suchpartner, das Display-Netzwerk, YouTube und Google Mail erreicht. Wie genau aktiviert man eine Smart Shopping-Kampagne? Das ist hier nochmal ein ganz kleiner grober Überblick. Man kann natürlich auch im Help Center nochmal genauere Informationen dazu bekommen, wie man es aufsetzt. Aber wie gesagt, man wählt die Smart Shopping-Kampagne aus, man legt das Budget fest, Conversion-Wert maximieren oder optional auch mit dem Ziel ROAS. Allerdings würde ich hier empfehlen, immer erst mit Conversion-Wert maximieren anzufangen und danach erst im Nachgang auf Ziel ROAS umzusteigen. Dann wählt man die Produktausrichtung aus und ergänzt die Creatives. Hier ist natürlich noch die Sache, da wir auch mit Remarketing arbeiten, wird auch noch nach einem generellen Asset gefragt, also generellen Bildmaterial. Das wird für Website-Besucher genutzt, die noch nicht kein Interesse an einem bestimmten Produkt bekundet haben. Das heißt, diese Nutzer haben eventuell nur die Homepage besucht, aber noch kein Produkt an sich angeschaut. Daher ist es wichtig, dass diese Anzeige wirklich allgemein für Ihr Unternehmen gilt. Und genau, wenn wir wissen, dass ein Nutzer an einem bestimmten Produkt interessiert ist, natürlich basierend auf der Interaktion mit der Webseite, verwenden wir das entsprechende Bild und den entsprechenden Text aus dem Produktfeed. Ganz neu dieses Jahr gestartet ist Prospecting. Das heißt, mit Smart Shopping ist mittlerweile das möglich, was früher nur mit der Smart Display Kampagne möglich war. Wir können daher auch neue Nutzer ansprechen, wir prospekten. Das heißt, dass die Kampagne basierend auf den Daten, die sie hat von ihrem derzeitigen Publikum, neue Kunden, ähnliche Kunden zu diesem anspricht. Das heißt, wir erweitern, wir expanden, wie das bereits in diesem Rad einmal zu sehen war. Daher nennen wir die Kampagne mittlerweile den Allrounder, weil wir eigentlich das meiste mit der Smart Shopping Kampagne abgedeckt haben. Hier noch ein kleiner Überblick zu dem, was noch dieses Jahr möglich sein wird mit der Smart Shopping Kampagne. Einzelhändler werden in der Lage sein, Video Assets in dynamischen Display Anzeigen zu nutzen, wie auch lokale Inventaranzeigen bei Einkäufen und lokale Kataloganzeigen im Display Netzwerk. Daraufhin können wir auch auf neue Ziele hin optimieren. Einmal die Neukundenakquise, spezifisch wirklich nur Neukunden anzusprechen und Store-Visits. Aber das ist beides noch nicht gelauncht. Das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber das sollte eigentlich bis Ende 2019 online sein. So, jetzt kommen wir noch natürlich, wie bereits gesagt, auf das Thema Display zu sprechen. Das ist natürlich wichtig, wenn wir natürlich Kampagnen aufsetzen wollen, die über produktspezifische Kampagnen hinweggehen oder vielleicht spezifische Events ansprechen, sagen wir mal Weihnachten, Valentinstag etc. Da können wir dann natürlich das Ganze noch erweitern mit dem Thema Display. Fangen wir ganz unten im Funnel an. Das sind die Keywords im Display-Netzwerk. Das ist eine Targeting-Option, die sehr stark restriktiv ist. Das heißt, hier sollte man nicht erwarten, dass man eine große Menge an Nutzern abdeckt. Aber dafür ist diese Kampagne sehr performant, sollte also als ergänzende Kampagne immer gerne mit eingebracht werden. Wie genau funktioniert sie? Man hinterlegt 20 plus Keywords. Diese Keywords kommen meistens aus der Suche und sollten performante Keywords sein, basierend auf den Conversions. Und was dann passiert, ist, dass die Kampagne diese Keywords mit relevanten Webseiten abgleicht. Und wenn es eine inhaltliche Übereinstimmung gibt, beziehungsweise eine generelle thematische Übereinstimmung, dann werden die Assets beziehungsweise die Creatives auf dieser Webseite ausgestrahlt. Nächstes Thema, was ich meinen Kunden immer lieber ans Herz lege, ist die Custom Intent Kampagne. Das ist eine benutzerdefinierte Zielgruppe mit gemeinsamer Absicht. Hier nutzen wir ihr eigenes Marktwissen. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, meine Zielgruppe sieht aber so und so aus oder befindet sich in dieser und dieser Nische und interessiert sich dafür, können wir daraus eine bestimmte Zielgruppe erstellen. Die ist dann sozusagen maßgeschneidert. Wie genau funktioniert das? Man erstellt eine neue Kampagne,
man ergänzt 15 Keywords und URLs. Die sollten auch thematisch zueinander passen und es sollten auch nicht mehr als insgesamt 15 sein, also so um den Dreh. Denn zu viele Signale werden den Algorithmus verwirren, dann ist es für ihn schwer, da wirklich eine Pattern, ein Muster herauszufinden und diese Zielgruppe zu kreieren und anzusprechen. Wenn es zu wenig sind, sind es natürlich auch zu wenig Daten. Die nächste Möglichkeit im Display-Netzwerk, die sich auch schon ein bisschen weiter Upper Funnel befindet, aber generell immer noch im Mid-Funnel zu finden ist, ist die In-Market-Audience. Das sind kaufbereite Zielgruppen. Das sind Zielgruppen, die bereits von uns vordefiniert sind und auf unserer Datenbasis basieren. Das sind zum Beispiel Kunden, die eine Kaufabsicht im Netz gezeigt haben für, sagen wir mal, Yoga-Kleidung. Das heißt, da wurde wirklich klar gesucht, ich möchte Yoga-Kleidung kaufen oder ich bin auf der Suche nach einer Yoga-Hose etc. Das sind oft schon noch relativ große Zielgruppen, also wir sind nicht so eingeschränkt wie bei einer Custom Intent oder generell Keywords an sich. Und hier sollte auch bewusst sein, also wenn der Nutzer kein Interesse mehr an einem bestimmten Produkt zeigt oder keine Kaufabsicht, dann wird er auch wieder aus dieser Zielgruppe verschwinden. Nicht zu fehlen, wie habe ich auch bereits erwähnt, ist die Smart Display Kampagne oder wie sie von uns auch genannt wird, intelligente Display Kampagne. Das ist natürlich nach einer generellen offenen Remarketing-Kampagne das performanteste. Wir sehen auch mindestens 20% mehr Conversions bei gleichem CPA als bei anderen Display-Kampagnen. Diese Kampagne ist ebenso wie die Smart Shopping-Kampagne sehr benutzerfreundlich. Das heißt, es ist wirklich ein easy Setup, wo man nicht viel machen muss, um diese Kampagne zum Laufen zu bringen. Wie genau funktioniert es? Sie geben uns Ihre Daten, das heißt, Sie setzen ein Ziel-CPA fest, eine Cost pro Conversion, die Sie erreichen möchten, ein entsprechendes Budget und Anzeigenkomponenten. Hier brauchen wir mindestens 15 Bilder, 5 Beschreibungen und Titel und das Ganze wird gemixt und gematcht, um dann den richtigen Nutzer mit dem richtigen Boot zur richtigen Zeit anzusprechen. Das ist ein super einfaches Kampagnenmanagement und wie man die Smart Display Kampagne auch gut nutzen kann, ist einfach auch als Prospecting-Tool. Einfach um zu schauen, wo genau ist meine Audience. Denn was anders ist an dieser Kampagne zu den anderen Display-Kampagnen, ist, dass sie hier keine Audience festsetzen, sondern die Kampagne sucht ihre Zielgruppe im Netz selber. Hier nochmal ein paar To-Dos, beziehungsweise was zu beachten ist bei einer Smart Display-Kampagne. Ganz wichtig ist, einen realistischen CPA zu setzen. Denn wenn der CPA zu niedrig ist, dann wird die Kampagne anlaufen und einfach wieder abschalten, wenn das nicht realistisch angesetzt ist. Hier würde ich empfehlen, mindestens 1,5-mal so groß wie in der generischen Suche oder 20% größer als bei Display Remarketing. Auch das Budget sollte mindestens 5 oder 10-mal so hoch wie der Ziel-CPA sein. Wenn man das Budget niedriger ansetzt, dann wird die Kampagne einfach viel, viel länger brauchen, um zu lernen. Wenn die Kampagne durch das Budget eingeschränkt ist, dann ist das Problem, dass sich da auch die Daten verziehen könnten, weil die Kampagne dann nicht mehr ausstrahlen kann an einem Tag und dadurch die Daten sich verziehen. Ganz wichtig ist natürlich zu warten. Bei allen automatisierten Kampagnen, auch bei der Smart Shopping Kampagne, ist es wichtig, mindestens 2 bis 3 Wochen Lernphase mit aufzunehmen, einfach damit der Algorithmus lernen kann und sich da richtig einpendelt. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, wenn wir natürlich im Bereich Display unterwegs sind, Display Smart Shopping, sind die Creatives. Creatives sind unheimlich wichtig. Ohne gute Creatives wird keine Display-Kampagne gut funktionieren. Deswegen ist das auch ein essentieller Baustein. Daher hier nochmal grob die To-Dos oder was zu beachten ist und Best Practices. Also einmal natürlich die Formate, gerade für responsive Display-Anzeigen sind diese Formate wichtig, damit die sich richtig anpassen können an das vorhandene Inventory. Wichtig ist es, keine Collagenbilder zu kreieren und keinen Text auf die Bilder draufzusetzen. Dafür haben wir extra Textfelder, denn Text wird sich verziehen, wenn das Format sich anpassen an die bestehenden Inventories. Einen Punkt habe ich noch hierzu. Und zwar, was noch wichtig ist, ist
wenn wir natürlich verschiedene Audiences ansprechen, sagen wir junge Leute, aber auch ältere, es ist wichtig, auch in den Bildern immer Personen mit aufzunehmen. Der Kunde fühlt sich durch jemanden, der ihm ähnelt, natürlich immer am ehesten angesprochen. Das heißt, wenn ich ein junger Kunde bin, würde ich lieber jemanden sehen, der jung ist und das Produkt nutzt. Wenn ich ein älterer Kunde bin, wird mich eine ältere Person eher ansprechen. Daher da immer ein bisschen variieren, dann kann die Kampagne, also besonders auch im Smart-Display-Bereich, kann die Kampagne das richtige Asset an die richtige Person ausstrahlen und dadurch natürlich die Performance erhöhen. Zum Text gibt es auch noch ein paar Best Practices, das können Sie sich nachher alles in Ruhe durchlesen. Was wichtig ist, ist, die lange Überschrift wird immer alleine stehen. Das heißt, in der langen Überschrift muss ganz klar hervorgehen, worum es geht in Ihrem Business, was Sie machen, denn wenn das da nicht drin steht, dann wird das der Kunde nicht erfahren und wenn es nicht aus dem Bild klar hervorgeht. Die kurze Überschrift steht auch immer mit der Beschreibung zusammen, das heißt, hier kann man etwas knackiger agieren, da man dann noch die Beschreibung hat, die man nutzen kann, um das Business ein bisschen besser rüberzubringen. Genau, hier nochmal die Best Practices hierzu. Auch das können Sie sich in Ruhe nochmal durchlesen, aber auch da eine klare Beschreibung und klare und kein Wertversprechen ist wichtig. So, kommen wir zum Thema Messung. Ja, und jetzt übernehme ich, also Dennis, andere Stimme. Klassischerweise der Einstieg ins Display und ins YouTube. Das bedeutet, wir gehen in einen neuen Channel. Search und Shopping auf der einen Seite und dann eben die weiteren Channels. So. Und was wir aus Gesprächen mit unseren Kunden erlebt haben, ist, dass das vielen Kunden gar nicht präsent ist, dass wir zwar in der Attribuierung sehr, sehr gut darin sind, innerhalb des Kanals Searches den Erfolg auf verschiedenen Touchpoints zu attribuieren. Also sprich, jemand, der in der generischen Suche, sagen wir einfach, nach einer gelben Jacke gesucht hat und auf ihre Seite das erste Mal gekommen ist und dann vielleicht bei der zweiten, dritten oder vierten Suche über ihr Brand-Keyword auf ihre Seite gekommen ist, den können wir tatsächlich so darstellen und runterbrechen auf diese verschiedenen Touchpoints. Das Ganze wird aber schwerer, wenn wir neue Channels mit reinnehmen. Neue Channels heißt also tatsächlich, ja, einerseits Ihre Kunden, das kennen Sie vielleicht auch von sich selbst, man wartet irgendwie auf die S-Bahn, auf einem Bus, begibt sich irgendwie vom Handy auf die Suche, aber bevor man was kauft, macht man das dann vielleicht doch zu Hause vom Laptop. Oder man guckt Fernsehen. Während man Fernsehen guckt und da Werbung geschaltet wird, geht man vielleicht auf sein eigenes Telefon. Wie gesagt, so eine Reise ist irgendwie geräteübergreifend, eben möglicherweise verbunden mit mehreren Touchpoints. Was ist hier die Message? Bildmaterial hat einfach visuelle Natur. Ja? Das heißt, wir beeinflussen den Kunden eventuell, ohne dass er einen Klick getätigt hat, und eine Impression ist für Sie in dem Sinne erstmal umsonst, aber wir haben einfach mal exemplarisch so einen Pfad aufgezeichnet. So, was Sie hier jetzt sehen, und da bringe ich einmal den Pointer rein, um Sie mit auf diese Reise zu nehmen, das sind Ihre Kunden und es gibt letztendlich den Verkauf, also da tätigt der Kunde genau das, was Sie von ihm möchten, der kauft bei Ihnen ein. Aber gehen wir einfach mal durch, wie beispielsweise so eine Reise sein kann. Und die kann durchaus beginnen mit einer generischen Suche. So, in dem Beispiel eben, das war die gelbe Jacke, es könnte auch noch generischer sein, es könnte einfach nur eine Jacke sein. So, wir haben ab dem Moment bereits die Möglichkeit, den in so eine Zielgruppe zu bringen. Wir können dem eine Display-Impression zeigen, weil wir ja verstehen, da ist jemand, der sich interessiert für eben das Thema Jacken. Wir haben die Möglichkeit, wenn der auf einer Seite ist, wo eben, das könnte auch vielleicht einfach ein Partner sein, mit dem Sie zusammenarbeiten, der nichts mit Google ist, zu tun hat, aber ein Referral von der Seite in Ihren Shop bringen oder eben durch uns die Display-Werbung. Das könnte ein Kunde sein, der bei Ihnen ein Newsletter sich dafür registriert und vielleicht über E-Mail später noch von Ihnen erfährt. Und wenn der sich diesen Marketing-Funnel langsam in Richtung Kauf bewegt, könnte der dann letztendlich über das Brand-Keyword reinkommen. So, das ist dieser Pfad und es geht einfach darum, dass uns wichtig ist, dass wir da eben die Messbarkeit haben. Und wichtig ist, dieser Touchpoint zwischen Display-Netzwerk, YouTube-Netzwerk oder eben Suche-Shopping,
neigt dazu, also nicht neigt dazu, der hat einfach tatsächlich, was übernommen wird, ist einfach nur der letzte Touchpoint. Heißt also in Ihrem AdWords-Interface oder eben auch in Ihrem Analytics, wenn Sie einen Kunden auf der Reise mehrfach ansprechen, einmal im Display, zum Ende in der Suche, der Conversion-Erfolg wird nur dem letzten Channel beigemessen. Und um eben da nicht das Display oder YouTube unterzubewerten, empfehlen wir stark, also einmal die Impressionspfade im Analytics einblenden zu lassen, damit wir einfach sehen, hey, da gab es einen Touchpoint, der im Display stattgefunden hat. Oder eben eine andere Möglichkeit wäre, dass man diese Plattformen, und das empfehlen wir häufig für YouTube, beispielsweise in ein separates Konto auslagern mit einem separaten Pixel. Das hat den Vorteil, dass diese Conversion eben nicht die angestoßen wird am oberen Teil des Funnels, also sprich in der YouTube-Welt, dass die nicht aufgefressen wird, also kannibalisiert wird von der Suche, dem Algorithmus, also diesem Smart Bidding, sichtbar gemacht wird und der Smart Bidding-Algorithmus kann dann darauf bieten. So, und da sind wir auch schon im zweiten Thema. Und das ist YouTube. YouTube ist ein Channel, der früher tatsächlich wirklich als Primärziel hatte, Branding zu promoten, also eine Marke zu promoten. Wir haben aber mittlerweile so viele Zielgruppenmöglichkeiten und so viele Targetings, dass wir wirklich sehr, sehr tief in den Funnel gehen können. Sehr, sehr nahe schon des Actions. Ein Wort, was ich mit meinen Kunden in den Gesprächen häufig verwende, ist Brandformance. Weil wir haben einen Branding-Effekt. Wir haben aber immer noch diese ROI-getriebene Komponente. So, und wir sind irgendwo da in der Mitte. Und was hier einfach sehr, sehr spannend ist, gerade Kunden, die sich fragen, hey, wo kommen meine nächsten 10% der Neukunden her? Das ist klassischerweise eine Zielsetzung, die sich ein Kunde setzt, für den YouTube sehr gut funktioniert. Der sagt, ich möchte noch weiter wachsen. Ja, was ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte, ist YouTube als Wachstumschannel. Und das Ganze möchte ich beginnen mit so einem kleinen Rechenbeispiel. Was wir einfach haben, ist so eine Situation. Da sind Menschen, die suchen nach ihren Produkten in der Google-Suche. So. Und falls Sie gerade die Chance haben, Ihr AdWords aufzumachen, dann können Sie mal in die Spalte Click-Through-Rates reinschauen. Eine sehr, sehr gute Click-Through-Rate wären 10%. Und was heißt das für Sie als Werbetreibender? Das heißt, da sind Menschen, die suchen nach ihren Keywörtern, die haben Sie definiert. Und auf diese Keywörter werden Anzeigen geschaltet, wenn die Menschen nach ihren Keywörtern suchen. So. Und ein bestimmter Prozentsatz, ich nehme jetzt hier 10% an, wie gesagt, das wäre eine gute Click-Through-Rate, klickt auf diese Anzeigen und dann haben wir diese zwei Blöcke. So, der schwarze Block sind die Menschen, die sind auf ihre Anzeige gekommen, nachdem die ein Keyword gesucht haben, auf das sie eben in diesen Auktionen teilnehmen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Das sind die restlichen 90%. Die haben nicht auf ihre Anzeigen geklickt. Die haben es nicht auf ihre Webseite geschafft und die können nicht bei ihnen kaufen. Wenn wir uns aber in den Teil angucken, der bei ihnen konvertiert, ich habe jetzt einfach eine Conversion-Rate von 20% angenommen, das heißt also, aus den Menschen, die gesucht haben, sind 10% dieser großen Suche auf ihre Seite gekommen und jeder fünfte von denen auf dieser Seite, wie gesagt, fiktive 20%, mündet dann letztendlich in einem Abverkauf für sie. Wenn wir jetzt aber eine Möglichkeit hätten, diese 90%, die nicht auf ihrer Seite gelandet sind, mit derselben Conversion-Rate anzusprechen, dann ja einfach der Dreisatz, sozusagen 90% des Marktpotenzials nochmal angesprochen mit derselben Conversion-Rate, eine große Möglichkeit, hier nochmal zusätzliche Verkäufe zu generieren. So. Und das Schöne ist, die Mehrheit der Menschen, die Google-Suche nutzen tatsächlich auch YouTube. Wie könnten wir das machen? Na, also ich würde das ja nicht anteasern, wenn es nicht da eine Lösung gäbe. Und es ist tatsächlich so, wir haben diese Intent-Signale. Das Stärkste ist aus der Suche. Wenn man nach einer Matratze sucht, ist da wahrscheinlich, da ist eine Absicht. Ne? So, und wir haben eben all diese Touchpoints. Das ist das Handy, wo man das vielleicht über die Google-Suche machen kann. Das ist Google Maps, das ist der Play Store, das ist YouTube selbst. Und wir ziehen das alles zusammen. Und was wir hier tatsächlich machen, ist quasi der Übergang von dieser Suche hier den Pfeil entlang, Intent-Signal, ins YouTube bringen. Wir haben jetzt einfach hier so die Möglichkeit, quasi ihre populärsten und bestperformsten Keywörter ins YouTube zu bringen.
So, und das ist eben genau die Frage. Was wäre, wenn sie ihre Zielgruppe auf YouTube erreichen könnte, wenn die in der jungen Vergangenheit, sprechen wir von 7 Tagen, 14 Tage, nach ihren Produkten gesucht haben? Und ich erzähle dir auch wieder was von mir, was mich vor 3 Monaten beschäftigt hat. Ich hatte mit meinem Vermieter hier in Dublin ausgehandelt, dass wir eine neue Matratze, dass mein Mitbewohner und ich jeweils eine neue Matratze bekommen. Und wir haben eben ein bestimmtes Budget bekommen dafür. Und das Ganze hat natürlich begonnen mit einer Google-Suche, wo sich herausgestellt hat, dass es in Irland gibt es genau 2 Anbieter, die das anbieten. Und ja, die nächste Frage war natürlich, wer ist der Beste von diesen beiden Anbietern? Und zur Beantwortung habe ich dann tatsächlich diese YouTube-Videos herankonsultiert, wo es dann Erfahrungsberichte gab von jemandem, der beide Matratzen bei sich hatte, beide gegeneinander getestet hat und eben besprochen hat, wo er die Vorteile von diesen beiden Herstellern sieht. Und das ist eben halt genau dieses Momentum, wo Sie als Werbetreibender eben für sich eine Chance generieren können. Google-Suche und danach eben dieses Momentum von, was wir festgestellt haben, 55%, die danach in der YouTube-Suche einfach nochmal in diese tiefere Produktrecherche eingehen. Jetzt, wie gesagt, wir haben viele Targetings und um die einfach mal greifbar zu machen, habe ich die in einem Funnel aufgelistet. Was wir sehen, auf der einen Seite, es gibt einfach more people, also noch mehr Reichweite. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht, könnte man das sagen, einfach eine Trennschärfe, so Zielgenauigkeit, Präzision. So. Und greifen wir einfach mal ganz unten in dem Channel an. Das wäre das Remarketing. So. Hier ist halt die Frage, ist das wirklich inkrementeller Abverkauf? Also die Kunden kennen Sie ja schon, aber Ziel ist einfach, jemanden, der noch nicht gekauft hat, dazu zu bringen, bei Ihnen zu kaufen. Wir haben auch noch weitere Möglichkeiten. Das ist tatsächlich, Sie können die Daten im Customer Match von vergangenen Käufen hochladen und dann können wir das eben einfach über ähnliche Zielgruppen, also Menschen, die ihren Käufern ähneln, denen können wir eben die Werbung ausspielen. Wenn wir das jetzt so in dieses Spannungsfeld zwischen Performance und Branding tun, dann sind wir hier sehr, 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 sehr weit in Richtung Action. Der nächste Schritt, das sind diese vergangenen Google-Suchen, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Also da sind wir tatsächlich schon in dem Bereich, wo wir sehr inkrementell arbeiten, ne? Also wir sprechen die Menschen an ihre Seite, womöglich noch nie erreicht haben, aber eben wirklich bekundet haben, dass die sehr, sehr starkes Interesse an ihnen haben. Ein Segment darüber sind kaufbereite Zielgruppen, ganz ähnliche Funktionsweise wie diese benutzerdefinierte Zielgruppe. Einziger Unterschied ist, Sie hinterlegen nicht Ihre eigenen Best-Performance-Keywörter, sondern Sie greifen auf vorgefertigte Listen. Wie könnte das sowas sein? Wir haben beispielsweise im Home- und Gardening-Bereich dann eine kaufbereite Zielgruppe und da könnte dann jemand, der sich zum Beispiel für das Thema Juicers interessiert hat, da finden wir dann eben so eine Audience-Liste und da kommen eben Menschen, die diese Intent-Signale aufgewiesen haben, kommen dort rein. Und das würde sich abgrenzen von der anderen Liste, wo man vielleicht wirklich sagen würde, Mixer etc. So. Eine Gruppe, die tendenziell Reichweite ermöglicht und mit denen ich mit meinen Kunden sehr, 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 sehr gute Ergebnisse erzielt habe, sind die Lebensereignisse. Lebensereignisse kann sowas sein wie Hochzeit steht bevor, Umzug steht bevor oder man ist kurz vor dem Universitätsabschluss. Und was ist hier das Schöne? Das sind wirklich große Lebensereignisse und die treffen eben, ja, die treffen einfach genau den Nerv des Kunden. Um ein Beispiel zu geben aus der Arbeit, die ich mit meinen Kunden hatte, wir haben beispielsweise ein Produkt, was sehr, sehr relevant ist für frisch gegründete Unternehmer, haben wir dort eben getargetet bei dem Lebensereignis, gründet ein Unternehmen. So. Das Gleiche ist, wenn vielleicht gerade im Retail jemand, der, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, Hundehalsbänder verkauft. Wir haben ein Lebensereignis, Haushalt hat einen Hund hinzugefügt. Da wäre natürlich eine große Relevanz, weil jemand, der gerade einen Hund hinzugefügt hat, kann dann dem einfach, der wird sicherlich auch noch, der Besitzer des Hundes wird sich eben fragen, wo kriege ich dann eben diese Hundehalsbänder her? Und wenn man da die Werbung platziert, passt das gut zusammen. Mehr Reichweite und jetzt wird es auch schon schwerer, ROI-getrieben zu investieren, möglich, aber das wäre so eher der nächste Schritt.
sind die gemeinsamen Interessen, zu Englisch Affinity. Hier können wir Menschen ansprechen, die beispielsweise Verhalten aufweisen, wo wir sie zuordnen zu Schnäppchenjägern oder die häufig in Restaurants essen. Nochmal zum Bereich Messung, weil das ist eben etwas, was neben der Auswahl des richtigen Targetings eben auch noch gerade bei YouTube eine Challenge ist. Hier einfach nochmal angespielt auf diese Kundenreise, die ich Ihnen gezeigt habe. Wie gesagt, die Attribuierung über verschiedene Challenges, über verschiedene Channels ist bei uns nicht ganz einfach. Deswegen will ich einfach nochmal auf das Thema eingehen und erstmal highlighten, worum es bei YouTube geht. So, bei YouTube geht es tatsächlich darum, dass wir versuchen, Inkrementalität zu schaffen. Also wir wollen inkrementelle Abverkäufe schaffen und so ein Kundenfazit sieht eben aus. Hat ihr Keyword recherchiert, die Google-Suche angezeigt bekommen, war auf ihrer Seite und ist danach über YouTube konvertiert. Ein anderer Pfad könnte sein, Google-Suche auf ihre Seite gekommen und ist konvertiert, ohne dass ein YouTube dazwischen war. Hier wäre eben in diesen beiden Beispielen, die wir gegeneinander gelayert haben, wäre eben dieser Pfad, wo nochmal YouTube for Action drin war. Also das wäre dann beispielsweise eventuell über eine Marketingliste. Das ist dann der inkrementelle Pfad. Nächste Kundenjourney. Ihr Keyword wurde gesucht und es hat keine Suche ausgelöst. Warum? Der Kunde hat vielleicht das Fenster schon wieder geschlossen, landet aber bei uns in dieser relevanten Zielgruppe, sieht ihre Werbung auf YouTube. So. Weitere Pfade sind eben denkbar in der Form Keyword, Suche, Webseite, Abschluss über YouTube. Wie misst man das Ganze? Also, zunächst einmal für Sie zu wissen, Ihre Zuschauer oder Ihre Viewer von der YouTube-Werbung, die finden Sie auf allen Geräten, also Laptop, Handy, Tablet, und konvertieren können diese auf drei Wege. Es gibt die Möglichkeit, dass jemand, während er die Werbung sieht, auf einen Click-Out-Button klickt, also sprich auf eine Art Overlayer, der sagt Buy Now. Dann wird er auf Ihre Webseite geleitet und kann dann dort den Kauf abschließen. Die andere Möglichkeit ist, ein Kunde sieht Ihre Werbung, interessiert sich. Das Interessenbekundung findet dadurch statt, dass er nicht wegklickt. Na, das kennen Sie vielleicht von sich selbst. Wenn Sie die YouTube-Werbung sehen, haben Sie eben die Möglichkeit, nach Sekunde 5 auf Skippen zu klicken. So. Und wenn dieser Kunde innerhalb eines Zeitfensters konvertiert, bei automatisierten Kampagnen sind das 3 Tage, wird der in das Feld Conversions mit reingeführt. Also wir haben in der Spalte Conversions letztendlich dann 2 Arten von Conversions, das Click-Out-basierte und das engagierte View, also Engaged Views, die dort zusammengefasst werden als Conversion. Die 3. Art und Weise, wie man konvertieren kann, ist Impression-Based, also sprich, ein Kunde skippt Ihr Video und konvertiert innerhalb eines Rahmens, den Sie festlegen. Dann findet diese Conversion in einer weiteren Spalte statt, die nennt sich View-Through-Conversions und die unterscheidet sich von diesem View, den wir hier haben, einfach durch die Länge. Ein View, der in der Conversion-Spalte ist, kann nur getriggert werden, wenn der diese 10 Sekunden überschreitet. Und hier haben wir einfach nochmal so einen klassischen Fall. Wir sehen einfach, so eine Kundenreise ist meistens so, dass ein Kunde Interesse bekundet, Google-Suche auslöst und dann so ein YouTube-for-Action-Video sieht, dann aber klassischerweise doch nochmal auf die Google-Suche zurückgreift und dann über die Google-Suche bei Ihnen konvertiert. Da wir channelübergreifend nicht messen, hieße das, dass diese Conversion vollständig in die Suche geht. Das stellt uns vor eine Frage, die wir für uns selber klären müssen. Meine eindeutige Empfehlung ist, dass wir ein zweites Konto machen, das ein separates AdWords-Pixel hat. Auch das wichtig. AdWords-Pixel kann nämlich diese Views tracken. Das Analytics-Pixel kann dies leider nicht. Und Sinn ist hier einfach tatsächlich in diesem zweiten Konto, wir wollen alle Conversions sehen. Und wir würden ansonsten wahrscheinlich den Großteil verlieren, weil meistens ist der letzte Klick in der Suche. Und diese View-basierten Conversions würden nicht aufschlagen, wenn wir im selben Konto drin sind, ohne dieses AdWords-Pixel. Und um eben das zu ermöglichen, empfehlen wir dieses zweite Konto. Dann werden alle Conversions sichtbar und wir können eben mit dem Smart Bidding arbeiten. So,
Hier ist eben nochmal in 4 Schritten aufgeteilt, wie wir empfehlen, das Ganze zu machen. Zuerst, man muss sich die Accountstruktur festlegen. Sie können YouTube im selben Konto machen, dann muss Ihnen nur bewusst sein, dass ein Teil der Conversions nicht gesehen werden und die aufschlagen über eben die Suche. Das beantwortet immer noch die Frage nach Incrementality. Wir sehen dann also einfach, dass es einfach inkrementelle Conversions auf In-Search- und Shopping-Kampagnen gibt. Kann mit dem Smart Bidding problematisch werden. Die Alternative wäre eben das YouTube-Konto. So, die 2 Varianten haben wir. Der nächste Schritt sind die Zielgruppen. Wenn wir eben sehr ROI-getrieben sind, empfiehlt sich dort vor allem Remarketing, dieses Custom Intent, also sprich Ihre vergangenen Keywörter. Und wenn Ihr Geschäft das zulässt, weil Sie sich selber in diesen Lebensereignissen wiedersehen können, beziehungsweise Ihre Kunden, dann kann man durchaus auch das probieren. So eine Kampagne wird im YouTube for Action Format gestartet mit dem Ziel-CPA oder Conversions maximieren. Und der 4. Schritt ist eben das regelmäßige Auswerten. Das regelmäßige Auswerten heißt, wir müssen sowohl auf die Spalte Kosten pro Conversion gucken, die, wie gesagt, den Clickout und die Engaged Views zusammenfasst, und die View Conversions als separate Spalte. Die fassen wir zusammen und dann sind wir bei einer Spalte, die heißt Kosten alle Conversion. So. Der letzte Part, der relevant ist, um YouTube erfolgreich zu machen, sind die Creatives. Und einfach mal so ein typischer Spannungsbogen, wie man den aufbauen sollte, enthält 4 Elemente. So, ich habe die auf Englisch gelassen, weil A, B, C, D. Attracts, Brands, Connects, Directs. So, was heißt das Ganze? YouTube hat das Besondere, das kennen Sie vielleicht von sich selbst, dass Sie innerhalb von 5 Sekunden die Entscheidung treffen, möchten Sie überhaupt das Video sehen oder nicht. Das heißt, innerhalb der 5 Sekunden muss ein Anreiz geschaffen werden, dass Ihr Zuschauer sich auch dafür entscheidet, das Video weiterhin zu sehen. Das nächste ist, wir müssen irgendwie auf natürliche Art und Weise Ihre Brand einfließen lassen. Ne? Wir sind ja im Bereich Brandformance. Heißt also, da haben wir einfach die Möglichkeit, bereits eine Erinnerung zu setzen in diesen ersten 5 Sekunden, damit eben wieder zurückgedacht an die Kunden-Journey die Möglichkeit besteht, dass dieser Kunde, wenn der immer noch Interesse hat an Ihren Produkten, gegebenenfalls direkt über das Brand-Keyword auf Ihre Seite kommt, was für Sie sicherlich der stärkste ROI-Hebel ist, weil Sie in den Brand-Optionen immer günstiger sein werden als Ihre Konkurrenz. Der nächste Part ist Connecten. Also wir wollen irgendwie Storytelling betreiben. Das ist halt die Frage, möchte man Emotionen ansprechen oder möchte man eher vielleicht auf die rationale Seite gehen? Und der letzte Part ist, dass wir eine Aufforderung machen. Also wir geben einen Call to Action mit. Und so ein Video sollte sehr, sehr schnell mit dem Attract beginnen. Das sollte die ersten 5 Sekunden umspannen, um einfach sicher zu gehen, dass jemand nicht den Skip-Button drückt. Dann lassen wir die Brand einfließen. Im nächsten Part connecten wir eben Ihre Benefits und Ihre Features mit eben, was Ihre Zielgruppe benötigt. Und wir schließen ab mit einem Call to Action. Call to Action kann sowas sein wie, kaufen Sie bei mir. Ja? So, ich möchte 3 typische Spannungsbögen einmal vorstellen. Der erste ist getauft The Explainer. Wie beginnt das? Es beginnt mit einem Problem Statement. Wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern möchten an an mein persönliches Erlebnis mit der Matratze, die ich vor 3 Monaten kaufte. Ja, was kann da das Problem Statement sein? Gesunder Schlaf, erholsamer Schlaf, vielleicht Erholung für den Rücken. So. Und der Explainer würde dieses Problem halt darstellen in den ersten 5 Sekunden, ne? Vielleicht als Frage formulieren mit, möchten Sie Ihren Schlaf verbessern? Und dann kommt die Vorstellung des Produkts. Wäre dann eben Einleuchten dieser Matratze und im nächsten Moment die Benefits und Features vorstellen. Ne? Also dieser Schaum, der 7-lagig ist. Und dann letztendlich abgeschlossen das Ganze mit auf unsere Seite kommen und den Wintercode eingeben und Rabatt bei Kauf bis zum 24. Dezember sichern. So, das wäre ein Explainer. Der nächste Part ist das Produktdemo. Ein Produktdemo ist einfach tatsächlich, da wird das sofort das Produkt
in die ersten 5 Sekunden platziert, wäre jetzt in dem Beispiel damit Ratze. Es gäbe nicht dieses Problem Statement mit, möchten Sie gesünderen Schlaf, sondern tatsächlich einfach nur die Matratze ist drin und der nächste Part ist die Fortsetzung, Darstellung der Benefits. So, abgeschlossen würde das Ganze mit dem Call to Action, also sprich, kaufen Sie hier ein. Der nächste Part oder der nächste Storybogen ist The Straight Pitch. Hier sparen wir uns sowohl einfach diese Problemvorstellung oder das Produkt erstmal darzustellen und in die Benefits zu gehen, sondern hier wird einfach tatsächlich gesagt, besuchen Sie unsere Seite und kaufen Sie die Matratze bei uns auf der Seite. So, also einfach wirklich der Call to Action sofort zu dieser Aufforderung, die Sie von dem Kunden realisieren möchten. So, hier nochmal 4 Guidelines. Der Beginn ist, wir sollten immer einen klaren Call to Action. Das heißt einfach, seien Sie sehr direkt. Wenn Ihr Ziel ist, dass ein Kunde sich subscribed für einen Newsletter, dann sollte das hervorgehen aus dem Video. Wenn Sie aber tatsächlich einen Abverkauf möchten, dann sollten Sie das sagen. Wenn Sie möchten, dass er sich nur informiert auf Ihrer Webseite, dann sollte das im Ausdruck sein. Wir kriegen ein Call-to-Action-Overlay in dem Video. Da können Sie diese Botschaft nochmal untermauern. Wir empfehlen, das zu wiederholen mit einem Voice-Over, Untertitel oder Grafiken. Nächstes Prinzip, wie schon eingangs erwähnt, die ersten 5 Sekunden sind die Sie gewinnen müssen. Sonst wird die Werbung geskippt. Wie kann man das machen? Ein Prinzip wäre Unterhaltsamkeit. Das könnte diese Problemvorstellung sein oder einfach direkt, indem Sie auf ein attraktives Angebot hinweisen. Kauf auf unserer Webseite mit Aktionscode sparen bis so. Das nächste ist, in YouTube müssen wir realisieren, dass unsere Zuschauer eigentlich eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Die wollen schnell verstehen, worum es geht. Das heißt, wir brauchen lebhafte Cuts, wir brauchen schnelles Bildmaterial und wir empfehlen, dass ein Video unter 30 Sekunden ist, um die 20, um die 15, eventuell auch 12 Sekunden. Also Spannweite unter 30 bis 12 Sekunden. So, nochmals, frontloaden Sie Ihre Botschaft und das Ganze schnell, weil Sie haben vielleicht nur 5 Sekunden, die können Sie aber durchaus nutzen. Letzter Part, die Mehrheit der Views werden auf Mobile generiert. Das heißt, wir brauchen einfach mobile-freundliche Videos. Mobile-freundliche Prinzipien sind, das sollte hell sein, ne? Weil wenn jemand irgendwie in der Sonne steht und seinen Bildschirm in der Hand hat, dann sieht man vielleicht nicht so gut, was der auf seinem Handy hat. Also sollte das eine helle Oberfläche haben. Auf diesem kleinen Bildschirm, den eben der Zuschauer zur Verfügung hat, eignet es sich natürlich noch besonders, wenn der einen Close-up von einem Gesicht oder Objekten hat, damit gleich im Fokus auf dem Bildschirm zu sehen ist, worum es geht. So. Wir neigen uns langsam dem Ende. Das haben Sie vielleicht schon in dem Panel gesehen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu hinterlassen. Das heißt, wir freuen uns auf ganz viele Fragen. Ja. Soll ich jetzt schon mal das, ich glaube, ich stelle uns einmal das kurz würde vor. Ich auch schon. Genau, dann können Sie auch nochmal überlegen, welche Fragen Sie haben. Und in der Zwischenzeit präsentiere ich nochmal ganz kurz, wie bereits am Anfang erwähnt, das Team, in dem ich arbeite. Wie gesagt, Accelerated Growth Team, Growth Programm. Wie bereits erwähnt, wir arbeiten auf Projektbasis mit Kunden zusammen. Jetzt haben Sie ja gesehen, was digital alles möglich ist, um hier natürlich auch Performance im Bereich Display und YouTube zu erreichen. Das sind 2 Areas, in denen wir uns auch spezialisieren, wie auch das Thema Export. Das sind alles Growth-Themen, die wir mit unseren Kunden angehen. Hier bin auch nochmal ich mit meinem Team zu sehen. Was wir machen, ist natürlich einmal die digitale Strategie zusammen mit Ihnen aufzusetzen, da wirklich tief reinzugehen, zu schauen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen und wie können wir diese am besten erzielen. Wir haben natürlich unheimlich viele Industry Insights, die wir eben als Teil des Projektes auch mit Ihnen teilen und auch mit Ihnen dann nutzen, um diese Strategie umzusetzen. Und natürlich auch generell im AdWords-Account arbeiten, das Ganze optimieren und natürlich das ganze Thema Expansion anzugehen.
Hier auch nochmal ganz kurz, was wir alles machen. Also wir setzen Success Tracking auf, wir haben verschiedene Tools und Resources, die wir nutzen, die auch nochmal extra eine extra Ressource sind und natürlich auch die Kommunikation, also je nachdem, wie sie von uns betreut werden. Ein Account-Stratege, der normalerweise mit ihnen zusammenarbeitet, hat meistens nicht die Zeit, wöchentlich mit ihnen zu telefonieren, aber das ist natürlich als Teil des Projekts. Wir sitzen da wirklich mit an Bord und arbeiten auch mit im Account zusammen, um natürlich die Ziele mit ihnen zu erreichen innerhalb von 90 Tagen. Hier auch nochmal im Marketing-Funnel die verschiedenen Objectives, die wir angehen, mit den verschiedenen Möglichkeiten und Tools, wie wir das angehen. Aber das können Sie sich auch nachher nochmal alles in Ruhe ansehen. Gibt es Fragen? Also, wir haben eine Frage bekommen. Also, danke erstmal für das spannende Webinar. Sehr gerne, hat uns auch viel Spaß gemacht. Und die Frage lautet: Habe ich es richtig verstanden, dass ich meine Website-Listen auch für das YouTube-Targeting benutzen kann? Oder ist dies nicht möglich? Genau. Also, ich kann ja einfach nochmal auf die YouTube-Slide gehen. Ich glaube, ich habe die Frage auch richtig verstanden. Gerne einfach die Frage nochmal neu formulieren, wenn ich sie jetzt falsch beantworte. Aber wenn ich sie richtig verstehe, meinen Sie mit Website-Listen eben Ihre Remarketing-Listen. Also sprich, Sie haben definiert, jemand, der vielleicht den Warenkorb erreicht hat, aber abgebrochen hat, ist eben ein Kaufabbrecher. Oder jemand, der die Webseite gelistet hat, ist in dem Bereich alle Webseitennutzer. So, das können Sie tatsächlich in eine YouTube-Kampagne hinterlegen als Targeting. Und das ist eben auch, wenn Sie sich diesen Marketing-Funnel angucken, wirklich sehr weit unten. Heißt also, das ist eine Lösung, die sehr ROI-getrieben Abverkäufe ermöglichen sollte. So, was ist das Zielsetzung von so einer Kampagne? Ja, also wenn man, ich von mir selbst sprechend, ich sehe das bei mir sehr häufig, dass ich auf Seiten gehe und dann lenkt mich irgendwas ab. Das kann ein Telefonat sein, das kann irgendwie ein E-Mail. Und aus irgendeinem Grund, obwohl man eigentlich was machen wollte auf einer Webseite, wie jetzt sage ich mal irgendwie einen Turnschuh kaufen, ist es dann doch nicht dazu gekommen. Und tatsächlich könnten Sie so jemanden, der sowas gemacht hat, nochmal erreichen über das Remarketing. Und Zielsetzung ist wirklich jemanden, der auf Ihrer Seite war, aber noch nicht gekauft hat, zum Kauf zu animieren. Oder Zielsetzung 2, jemand, der vielleicht vor einem Monat gekauft hat, nochmal zu erinnern, nochmal zu kaufen. Oder das kann auch mit Aktionen verbunden sein, wenn Sie wissen, jemand hat über das Jahr hinweg gekauft, dann kommt das Weihnachtsgeschäft und dann wollen Sie noch so eine zusätzliche Kampagne haben, die einfach eben dieses Weihnachtsgeschäft vielleicht noch bestärken kann. Das sind so strategische Möglichkeiten. Ich glaube, das war's. Mhm. Es hat uns auf jeden Fall auch gefreut. Ich hoffe, Sie haben eine Menge Insights mitgenommen und können jetzt guten Gewissens in Display und YouTube starten. Wie gesagt, wenn Sie Interesse an unserem in unserem Accelerated Growth Projekt haben, meine E-Mail gibt es einmal auf einer Slide. Da dürfen Sie mir natürlich auch gerne schreiben. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Genau, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Nachmittag und eine schöne Restwoche. Genau. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Tschüss.